Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zur, oh, ich glaube, es ist jetzt die 19. Folge. Hey, ich habe gar nicht geguckt vorher, welche Folge es ist, aber ich glaube, es ist die 19. Die 19. Folge von Strickschön, Moni. Ich bin Moni. So, ich habe ganz zu Anfang jetzt erst einmal, wie üblich und wie immer am Anfang, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe hier meinen Laden, Kreativ und Style. Und alles, was ich in die Kamera halte, ist Produktplatzierung. Ja, das ist das, was ich am Anfang immer so von mir gebe, was ja nun mal sein muss. Ja, dann möchte ich mich bei euch ganz, ganz doll bedanken für eure ganz lieben Kommentare, für eure E-Mails, für eure Besuche hier im Geschäft. Ihr seid alle so lieb. Das ist, weil man sagt ja immer, eigentlich mache ich ja gar nichts. Ich quatsche mit euch hier so ein bisschen, aber dass das so viel Resonanz hat, das freut mich ganz, ganz doll. Und ich habe mir gedacht, weil ich habe heute Morgen geguckt, ich glaube, ich habe jetzt so um die 100, um die 920 Abonnenten und gehe damit auf die 1000 zu. Und dann habe ich mir gedacht, zur Freude für euch, wenn ich die 1000 erreicht habe, werde ich eine Verlosung machen. Und zwar, warte, ich muss zwischendurch immer, weil ich hier am Sockenstricken bin, muss ich immer erst mal so ein kleines Strichlein machen hier. So, bei der Verlosung waren wir. Also dann würde ich gerne eine Verlosung starten, um euch wieder mal was Gutes zu tun. Weil 1000 Abonnenten, das hat schon was, ne? Das ist schon richtig was Gutes. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ihr könnt euch ja noch erinnern an mein Tuch, an mein Revontulli-Tuch, was ich gestrickt habe hier. Dieses hier, ja. Davon habe ich noch einen Bobbel. Und zwar diesen hier. Das ist ein Bobbel mit 750 Meter von der Wool Factory. Und den würde ich bei 1000 Abonnenten verlosen. Passend mit einer 120er Stricknadel von Zink Knit Pro dazu. Also das habe ich mir jetzt vorgenommen. Der liegt hier auch schon an der Seite. Aber damit ihr mal seht, wie das aussieht, das Garn, wenn man es verstrickt hat. Also es fängt mit Gelb an, es geht übers Orange und hört aber mit Dunkelblau auf. Also es ist nicht mehr das Türkis damit bei, weil das hier habe ich mir auf der Messe wickeln lassen. Ne? Da wollte ich extra so ein bisschen was anderes noch mit dabei. Aber bis zum Dunkelblau ist das das Gleiche. Wenn ihr euch das Revontulli-Tuch machen wollt, das gibt es ja auch kostenlos bei Ravalli. Wenn es jetzt dieses hier sein sollte. Ne? Ja, das ist eigentlich erstmal das, was ich zum Anfang, bevor wir mit allem hier anfangen, erzählen wollte. Jo. Was könnten wir? Ja, warum sollen wir nicht gleich damit anfangen mit dem, was ich gerade stricke? Und zwar stricke ich, hier ist er, den habe ich ja letzte Woche, Größe 37, 38. Den habe ich ja letzte Woche angefangen. Es ist also ein ganz normaler Socken mit einem Bündchen von 10 Reihen, einem Schachbrettmuster, 5x5 mit einer ganz normalen Käppchenferse und einem ganz normalen Fuß. Und ich mache immer die Sternchenspitze, weil mir die am besten gefällt. Und nicht nur mir, auch mein Mann zum Beispiel sagt, er möchte keine Bandspitze, das drückt ihn an der Seite, warum auch immer. Ja, und zu den Fersen muss ich noch was sagen. Also es gibt ja Hunderttausende von Fersen. Alles schön und gut. Ich komme immer wieder auf diese Ferse zurück, weil der eine erzählt mir, Mama, nicht noch mal. Keine Bumerangferse, das rutscht mir immer in meinen Schuhen. Ja, was, ja,
dann wieder Käppchenferse. Und weil wenn ich jedes Mal, wenn ich die Käppchenferse mache, kriege ich gar keine Beschwerden, weder aus der ganzen Familie nicht. Dann ist alles immer in Ordnung. Aber das ist auch, bleibt ja jedem selbst überlassen. Das ist das Empfinden vielleicht von manchen. Also auf jeden Fall, der eine Socken ist fertig und bei dem anderen fange ich jetzt gerade bei der Wand an. Ja, das ist das, was ich jetzt gerade hier so auf der Nadel habe und womit ich mich jetzt gerade heute Morgen noch so ein bisschen beschäftigt habe. Dann könnt ihr euch doch bestimmt erinnern, dass ich nochmal einen Loopschal gestrickt habe. Dass ich gesagt habe, ich mache das Ding nochmal in anderen Farben. Ja, aber wie das so ist, ne? Dann fängt das an voller Elan und findet das toll und nochmal und dann verlässt einen die Lust, ne? Also jedenfalls ist es mir so gegangen. Und deswegen habe ich nach zwei Farben aufgehört. Ich wollte das Brownie noch mit dran machen. Also hier ist er nochmal. Er ist natürlich noch nicht vernäht, wie immer. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, wenn der jetzt nur zwei Farben hat. Weil dadurch ist der auch nicht ganz so. Ups. Guck. Siehst du, dann ist der nicht ganz so breit, nicht ganz so. Ach, der liegt auch nicht ganz so am Halse. Und das gefällt mir eigentlich gut. Ne? Den kannst du also mit Blau oder. Also bei mir, ich glaube, mir steht Blau am besten. Du kannst es ja auch andersrum machen, dass du das Rosa. Dass du das Rosa hier so hast. Ne? Aber ich glaube, so von mir her würde ich lieber das Blau nehmen. Ja, dann kann ich ja jetzt auch umlassen. Ne? Wollen wir mal gucken. Ja. Der ist nicht ganz so als wie das dicke Ding, was ich gerade um hatte. Ne? Geht auch. Also den habe ich, wie gesagt, auch fertig. Ja, und dann habe ich schon das nächste Garn, habe ich schon mal hervorgeholt für Socken, weil ich weiß auch nicht, was das ist. Wenn man erst einmal wieder anfängt damit, dann muss es immer wieder eine Socke auf der Nadel sein. Was habe ich denn jetzt durch das Gewusel hier mit meinen Haaren gemacht? Naja. Und dann habe ich mir rausgesucht von Opal mit Glitzereffekt. Da werden meine nächsten Socken rausgemacht. Denn diese sind ja jetzt bald fertig. Die habe ich heute Nachmittag, heute Abend sind die fertig. Und dann, ne, muss ja wieder eine neue. Ja, ist komisch. Wochenlang, monatelang keine Socken gestrickt und jetzt fängt man da wieder mit an. Naja, Opal Glitzer. Die fand ich jetzt auch ganz. Aber die gibt es ja schon länger, ne? Ja, und dann haben wir. Was mache ich denn jetzt zuerst? Was kann ich euch denn zuerst zeigen? Ich denke mal, das, was ich mir auf der Bielefelder Handmade gekauft habe. Ja, ich bin also am Sonntag in Bielefeld gewesen auf der Handmade. Okay. Schön. Ohne Frage. Ganz nette Leute. Die meisten kennen, also so unter Kollegen kennt man ja auch viele, ne? Ja, es ist vielleicht mein Empfinden. Also ich empfand das jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Nicht, dass ich jemanden auf die Füße trete, aber ich fand es ein bisschen immer dasselbe. Also letztes Jahr war es nicht anders wie dieses Jahr. Ne? Aber das liegt, ich glaube, dass das an mir liegt, weil ich gehe mit ganz anderen Augen da durch. Ich lasse zum Beispiel Stände links liegen, die Handarbeitsgeschäfte eigentlich sind und dann auf der Hand mäht, weil das habe ich alles selber. Ich möchte was Außergewöhnliches, wenn ich mir das dann, habe ich nicht gefunden. Aber es ist, wie gesagt, das ist rein mein Empfinden. Alle anderen, um Gottes Willen, ne? Also die Wolle schön, wunderbar. Also kann ich gar nichts drüber sagen. Tolle Qualität bei den Handfärbern und wirklich schön. Aber mir hat so der gefehlt. Vielleicht finde ich das ja dieses Jahr in Düsseldorf.
ich da mit meinem Mann hinfahre, ne? Da wollte ich ja gerne mal hin. Aber ich denke mal, dass, wie gesagt, ich denke mal, es ist wirklich an mir, dass ich mir andere Sachen wünsche. Dass, ne? Ja, was soll ich da sonst zu sagen? Aber nichtsdestotrotz habe ich mir zwei Bobble gekauft. Ja, für mich selber, ne? Weil ich die Farben, ich bin ja so ein Farben- und Lückennadeln. Die habe ich. Und ich bin natürlich mit dem einen Bobbel schon angefangen. Auch wieder ein Muster, was, wo ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber ich denke mal, es wird ganz einfach schlicht und ergreifend werden, weil der Farbverlauf sehr heftig ist. Ich zeige euch den gleich. Und zwar werde ich kraus und mit einem Lochmuster arbeiten. Kraus, Lochmuster, Kraus, Lochmuster. Die Farben, die werden das nachher schon machen. Die Lückennadeln sind wirklich sehr schön. Also die sind schön spitz, die haben eine schöne Spitze, die haben einen schönen Übergang. Also ich bin ganz begeistert. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? Und ich muss ja sowieso, wenn ich auf der H&H bin in Köln, wollte ich mir ja sowieso mal einen Großhändler für Haie-Haie-Nadeln und Lückennadeln raussuchen, der auch hier in Deutschland vertreibt. Ich habe bisher noch keinen. Also meine Großhändler vertreiben diese Sachen leider nicht. Und deswegen muss ich mir da auf der H&H, muss ich mir da mal einen neuen dafür suchen. Ja, also dieses, ich habe Unicorn, Einhornwolle. Ja, hauptsächlich habe ich diese Einhornwolle auch gekauft, weil wenn ich dann diese Modelle mache, meine Tochter übernimmt das meistens, diese Tücher. Und die steht ja auf Einhörner, ne? Das ist von Dannys Fadenfieber. Also wirklich schön. Das ist ein dreifädiges mit einer Lauflänge von 1000 Metern bei 200 Gramm. Aber es hat doch wohl eine Klasse. Das ist ja wohl Unicorn, oder? Ja, was willst du davon halten? Aber ich mag es. Ich werde es nicht tragen, das weiß ich. Aber ich mag es, diese Farben zu verstricken. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Dass man dann sagt, okay, tragen tue ich das zwar nicht, aber ich finde die Farben so schön. Und dann habe ich noch eins, und zwar bei das Bobbelbienchen. Unicorn Love, auch dreifädig, 1000 Meter auf 200 Gramm. Das ist ja ne. Ich mit meinem Rosa, ganz, ganz schlimm, rosa Flieder, ne? Da bin ich ja, das ist ja meins, ne? Ah, naja. Ja, gut. Das ist meine ganze Ausbeute von der Handmade in Bielefeld. Jo. Also so war das richtig schön da. Die hatten das schön aufgebaut. Ich sag ja, die Leute ultra nett. Also wirklich, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Aber und auch, wie gesagt, auch die Qualität der Sachen, alle wunderbar. Aber ich, das ist rein meine Sache, ne? Dass ich da so ein bisschen mehr erwartet habe von außergewöhnlichen Sachen. Aber na, wurscht. Ich habe zwei schöne Bobbel bekommen. Und Lückennadeln und bin zufrieden nach Hause gegangen. So, ja, was haben wir noch? Wir haben gestrickt, weiter gestrickt an. Moment, mein Wasserglas mal an die Seite legen. Natürlich an der Nymphalidea. Nicht, dass ich das wieder verkehrt sage hier, ne? Bei Nymphedelia hört sich auch gut an. So, da habe ich auch ein Stückchen bei weiter gestrickt. Aber alles andere lässt sich so ein bisschen schwer an im Moment, weil ich ja immer noch aufhole mit meinem eigenen Tuch, ne? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ziehen. So kann man das besser sehen. Also ich habe jetzt schon ordentlich was fertig. Ja, das ist mit der Nadel und mit dem Ganzen nicht einfach zu zeigen. Na? Ja, guck, da habe ich schon ein ganzes Stück. Da bin ich schon ordentlich weitergekommen.
Ich hätte wahrscheinlich auch schon längst irgendwas fertig, wenn ich nicht immer was anschlagen würde und immer was Neues. Und es ist doch wirklich. Aber egal, auch das Tuch macht mir immer noch Spaß. Deswegen ist es auch schon so weit gekommen damit. Ja, so, das habe ich euch auch gezeigt. Dann habe ich eine Anleitung bekommen, passend zu dem Garn von Monika Design. Was heißt Monika Design? Es ist Jeddegarn aus Dänemark. Ich zeige euch mal das Garn. Es ist Lana Cotton 212. Das sind 50% extra Merino extra fein und 50% Baumwolle auf 212 Metern bei 50 Gramm. Also es wird gestrickt mit 3 bis 3,5. Aber es ist wirklich ultra weich. Es ist wirklich richtig schön. Ich zeige euch mal 3,3, ne? Und zwar einmal dieses hier. Ein rosa, braun und Cremeton. Und hier haben wir noch ein Grau, ja, so ein Blau-Grün. Ich sage euch gleich die Nummern und das Blau. Also das sind wirklich schöne Farben. Aber das ist ganz neu bei mir und ich weiß, ach, hier steht die Color. Also diese Farbe hat die Nummer 4408 von Jeddegarn, Dänemark. Guck mal da. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ja, das ist, wie gesagt, die 4408. Hier haben wir die 434. So, da bin ich wieder. Ich musste doch gerade erst schnell eine Kundin bedienen, wie das so ist. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Es hat etwas länger gedauert. Ich hatte euch die Farbnummern genannt. Weiß ich denn noch, welche Farben ich euch genannt habe schon? Ich mache das einfach nochmal, ne? Und weil ich möchte euch die Vorlage dazu auch gleich noch erzählen. Und zwar, das Blau hat die Nummer 6970, also 6970. Dieses schöne. Ja, was soll ich, ein Grau-Grün hat 4408. Das Rosa hat 3304. Das Weiß ist die 100. Das Grau ist die 434. Und dieser schöne Braunton, das ist die 2133. So, und warum habe ich euch das jetzt alles gezeigt? Nicht nur, weil das Garn so schön ist und so schön weich. Nein, ich habe von der Firma eine Vorlage bekommen für ein Tuch. Kann man. So, das ist das Tuch, was man daraus machen kann. Wann ich damit anfange, weiß ich nicht. Also das Design ist von Andrea Ostheide. Das Dreieckstuch heißt Limfjord. Und das bekommt man Andrea Ostheide www.andreasglücksmasche.de. Also da könnt ihr euch, wenn ihr diese Vorlage haben möchtet. Ne, das Tuch Limfort. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Fragt sich nur, wann. So, dann haben wir das schon mal erledigt hier. Ja, Kinders. Dann habe ich weiter gestrickt an meinem Tuch, was ich angefangen bin auf dem Workshop. Mit dem Garn vom Workshop, mit diesem hier, das hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Da bin ich auch ein kleines Stückchen weiter mit, weil es geht ja immer nur Stückchen für Stückchen. Es kann ja nicht wahr sein, also, aber sollen Sie ruhig lachen. Mir macht das Spaß, ich finde das schön, wenn ich das alles so anschlagen kann. Guck hier, das ist das Muster
von dem Tuch aus Lisas Laden, Lisas Laden, Lisis Laden, Lisas Laden, Lisas Laden war es, ja. Ne, das haben wir dann auch schon bis dahin geschafft. Ja. Aber, da kommen wir jetzt zu, irgendwann ist das jetzt vorbei mit den Tüchern. Also ich werde mein Tuch stricken und ich werde die anderen Tücher nebenbei stricken, aber nicht mehr so, wie ich das jetzt den ganzen Winter über gemacht habe. Ein Tuch nach dem anderen und immer. Nein, weil ich brauche neue Deko für mein Schaufenster. Und wir haben ja die neue Kollektion von Langjans. Ich habe da auch schon ein paar Garne von. Es fehlt noch was, aber ich habe schon mal das Heft. Da kann ich euch jetzt so ein paar Sachen draus zeigen. Zum Beispiel dieses hier könnt ihr euch erinnern an mein Mohair Lace, was ich euch gezeigt habe. Diese kleinen Paketchen, daraus kann man sich so tolle Pullover machen, ne? Für den Sommer. Aber es hat mich eigentlich was ganz anderes daraus interessiert. Ich will mal gucken, ob ich es jetzt wiederfinde. Auf Anhieb. Also auf Anhieb finde ich dieses Kleid aus der Kanapa wunderschön. Das gefällt mir richtig gut. Also mal ohne Arm, mal ein bisschen anders mit Arm. Also ich werde wahrscheinlich dieses mit Arm in Angriff nehmen. Weil, wie gesagt, ich hatte mir ein Kleid, ein Pullover, eine Strickjacke und ein Top. Das sind vier Sachen, die muss ich jetzt, die mache ich natürlich nicht alleine, ne? Das kriege ich ja nicht hin. Wie soll ich das denn? Da muss mir erstmal meine Freundin mit ran. So, was haben wir denn hier noch? Ach ja, und das hier, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo finde. Da hatten sie doch noch so einen schönen. Ja, diesen Pullover aus der Marlene. Den werde ich auch machen. Und jetzt zeige ich euch mal die Marlene. Die Kanapa hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und zwar, die Marlene ist jetzt gerade gekommen. Letzte Woche. Und zwar sind das 140 Meter auf 50 Gramm und zwar 70% Baumwolle, 30 Polyamid. Ein schönes dünnes Garn, was gestrickt wird mit 4 bis 4,5, damit es noch lockerer sitzt. Also ihr habt ja gesehen, auch an dem Pullover, wie schön locker der fällt, ne? Also, das sind die Farben, die ich im Moment habe. Marlene von Langjans. Und ich werde ihn in weiß machen, den Pullover, ne? Also, wo habe ich hier, ist ganz neu, ich muss erst nach der Farbnummer gucken. Also dieses, ja, was ist es? Kein Orange, es ist kein Aprikot, es ist eine Mischung zwischen Orange und Aprikot. Das hat die Nummer 27. Also falls jemand sich schon mal gucken möchte nach den neuen Garnen, da wo ihr wohnt. Aber ihr wisst ja, ich verschicke auch, ne? Ist also kein Problem. Bei dem Verschicken ist es immer so, ihr schreibt mir bitte eine E-Mail mit dem, was ihr gerne haben möchtet. Habe ich alles auf Lager, schicke ich es sofort los. Habe ich nicht alles auf Lager, muss ich es natürlich erst bestellen. Dann dauert das so circa eine Woche, bis ihr dann die Ware habt. So, nur mal so nebenbei, ne? Also, das hier ist die Farbnummer 09. Also die rosa, ne? Ich und rosa. Ich finde das so schön. Das hat das so kleine Nöppchen hier. Aber lässt sich schön stricken. Ich habe mal so ein kleines Stückchen, habe ich schon versucht. Lässt sich, flutscht von der Nadel, also lässt sich super. Und vor allen Dingen, ich habe es jetzt mit 4,5 gestrickt, Probestückchen. Und dann wird das so richtig fluffig. Also das ist schon schön. So, die 01 ist das Weiß. Und das hier ist so ein hell, ganz, ganz helles Blau. Ja, helles Blau-Grau. So würde ich das mal ansehen. Das ist die Farbnummer 20.
Und hier habe ich noch dieses schöne Mintgrün in Farbnummer 71. Toll, ne? Also, das hat mir richtig gut gefallen. Es ist wirklich schön. Dann kommen wir noch zu der Lilly, weil ich habe sonst so gestrickt, habe ich sonst nichts mehr. Nö, das habe ich euch alles gezeigt. So, zu der Lilly. Also das Garn heißt Lilly, ne? Das ist auch ein richtig schönes Bändchengarn. Also so. Ach, ich weiß auch nicht, wie sich das so anfühlt. Das fühlt sich so kühl. Also es ist nichts warm, es ist kühl. Also aber die Farbe. Jetzt habe ich es zerdrückt. Jetzt habe ich habe es zerstört. Jetzt muss ich es selber nehmen. Aber die Farbe hätte ich mir sowieso ausgesucht, ne, weil ja wieder rosa drin ist. Aber guck mal, der Mantel, ist der nicht geil? Sagt man. Also den finde ich richtig gut. Den Mantel oder auch was Gehäkeltes, ne? Also so langsam kommen dann auch die gehäkelten Teile so bei in den offiziellen Anleitungsheften damit raus, weil die Leute wahrscheinlich festgestellt haben, oh, viele häkeln auch. Ja, ich habe euch das ja schon mal gesagt. Also häkeln, ja, okay. Ich mache das auch leiden. Guck mal, das sieht richtig gut aus. Sagt ja keiner, mir wäre es zu schwer. Also, ne? Aber jedem das sein. Und hier steht ein Pullover drin, der gemacht wird. Und zwar dieser hier. Der ist doch wohl toll. Also das ist der Pullover, der jetzt auch noch mit auf dem Plan steht. So, und jetzt will ich euch die Lilly mal zeigen. Ich zeige euch als erstes mal das zerstört. Ich habe das so drin rumgewühlt hier. Och Mensch, ehrlich. Pff. Guck mal. Das ist nicht eine tolle Farbe. Kann nicht wahr sein. Ist das nicht eine tolle Farbe? Das erinnert mich irgendwie so, weiß ich nicht, so an Erdbeeren. Keine Ahnung, so Mary Kay hieß sie, ne? Oder so ist die Farbe irgendwie, die finde ich so schön. Oder auch dann dieses hier ist so ein bisschen gedeckter, in Brauntönen. Dann haben wir ein paar Grüntöne, ne? Ich habe Grün gekauft, trotz meiner Grünsperre. Und wir haben was im Blau. Also die sind wirklich schön. Und wie gesagt, wenn man die anfasst oder so, das ist schon. Na, also wir fangen mal mit meiner Lieblingsfarbe an hier. Wird mit 4, 4,5 gestrickt, sind 120 Meter pro 50 Gramm. Und die Farbnummer ist 28. Und hier haben wir die Farbnummer 19. Die Farbnummer 53. Und die Farbnummer 16. Ja. Das war eigentlich das, was ich euch heute so zeigen wollte, was wir so an Neuigkeiten haben und wie wird das alles hier so, was so passiert ist in der Woche. Nicht viel, ne? Ach so, ja, ich hatte ja am Mittwoch erzählt, dass ich am Samstag, dass mein Mann frei hat. Und wir dann Samstag anfangen mit dem Umbau. Ja, er hatte mir ja eine WhatsApp geschickt, wo drin stand, oh, ich habe frei. Ja, Fehler meinerseits, ne? Es so lauthals zu sagen, dass ich nach Ikea will. Auf jeden Fall kriegte ich dann, nachdem ich das Video hochgeladen hatte, mittags, kriegte ich nachmittags dann die Antwort von ihm. Ja, tut mir leid, aber ich muss Samstag doch arbeiten jetzt. Ja, ne? Genau. Alles klar. Ach, egal, ist wurscht. Also wir fangen jetzt am Samstag an. Wir haben also gar nichts gemacht. Ich fühlte mich aber auch nicht. Ich glaube, ich hatte mir am Wochenende irgendwie den Magen verdorben. Ich fühlte mich auch nicht so besonders am Samstag da. War ich ganz froh, dass ich nach Hause konnte. Aber das war wieder der Witz der Sache, ne? Also, was heißt das? Nicht so viel labern. Stricken und beim Aufnehmen. Ja, so ist das. Naja.
Wir sehen uns ja morgen früh. Das Tuch für morgen, das zeige ich jetzt nicht, weil ich bin jetzt mal gerade mit dem Dornröschenmuster angefangen. Da will ich heute Abend noch einiges dran stricken, damit ich das dann morgen eventuell wieder mit dem Kraus anfange, damit ich mal ein bisschen was zustande kriege, während wir uns unterhalten oder beziehungsweise ich hier meine Monologe halte und ihr mir zuhört. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Ansonsten ist eigentlich alles gesagt, was ich so sagen wollte. Das Wetter ist nicht so schön. Es drückt einen so ein bisschen aufs Gemüt, ja. Es ist so ein bisschen, es ist schäbig. Es ist einfach, sagen wir es einfach, es ist schäbig. Es ist schäbiges Wetter, es regnet, es ist nebelig, so hochnebelig und so dieser Regen, der ist so fein, so der so in die Knochen geht. Ach, nee, nicht schön. Ja, und ansonsten ist bei mir in der Woche eigentlich nicht viel los gewesen, ne, was man jetzt so erzählen könnte. Da ist alles beim Alten. Ne, ich gucke viel Fernsehen. Im Moment habe ich eine neue Serie. Mistress, heißen die Mistress oder so ähnlich. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Auf jeden Fall dreht es sich da um ein paar Frauen, die. Das ist eine ganz interessante Serie, die ich dann abends so beim Stricken gucke. Jetzt mein Mann, der hat im Moment anderes zu tun. Und da hocke ich dann abends und stricke hier meine Söckchen, ne? Ach so, nicht, dass ihr meint, was strickt die denn da? Was macht die denn da überhaupt? Das geht doch nicht. Ne, die sehen doch anders aus. Ja, das liegt daran, weil ich hier von zwei Knäuel habe. Und ich stricke jetzt so, wie es kommt, und dann das andere Knäuel und dann passt das nachher alles wieder zusammen, ne? Mit den vier Socken, die ich dann habe. Naja, gut, wir sind schon bei 32. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns vielleicht morgen. Es hört jetzt bestimmt gleich auf. Deswegen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen oder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.